Jo, moin moin und auf in eine neue Runde. Runde 25 der Übertore-Challenge gegen den Jörg Bocho, den Sportwettenmillionär. Wie lief's vergangene Wochenende? Was hatten wir denn da? Fangen wir doch mal mit mir an. Ich habe ja auch angefangen. SGE 5 Buden, Heidenheim 3 Buden dort gefallen, Atalanta 4. Jo, das sind schon mal 12 Buden. Was hatte der Jörg? Ja. Bayer, leider nur zwei Tore. Ein Tor bei Pauli in Paderborn und Fulham Chelsea immerhin drei. Das heißt 12 zu 6. Die Runde geht an mich. Hier der neue Zwischenstand. Ich habe die Führung übernommen. 12,5 zu 11,5 jetzt der Spielstand. Ja, freue ich mich drüber. Das war ein gutes Wochenende in der Hinsicht. Sportwetter. Ja, die Wetten fürs Wochenende nicht so gut gelaufen. Da muss sich was bessern. Aber schauen wir jetzt erstmal in die Community. Und da hatten wir Marcel K. hier eingeblendet. Der hatte 15 Buden mit den Partien Augsburg gegen den BVB 3. Gladbach daheim 1 zu 5 Klatsche gegen die Bayern. Und dann hatte er noch Empoli. Gegen Parma war das 3 zu 3 am Ende. Ja, herzlichen Glückwunsch und kleiner Nachtrag auch noch vom letzten Wochenende. Da hatte ich doch jemanden vergessen. Da hatte nämlich nicht nur der Murat ganz alleine 13 Tore gehabt, sondern auch der Jan SCF, vermutlich ein Freiburger. Der hatte die Partien Freiburg natürlich, das 5 zu 1, BVB gegen Bayer und SCP Magdeburg. Ja. Sind auch 13 Buden gewesen. Sorry dafür, wird nicht wieder vorkommen. Gut, wir starten die Woche hier unten. Das Regelwerk übrigens, wir machen es ja in der internationalen Woche jetzt so, dass jeder, also Jörg und ich, sucht sich zwei Champions League Begegnungen raus und dann eine Partie Hin- oder Rückspiel von der Europa League. Und der Jörg darf jetzt anfangen, die Regeln hier unten auch noch im angepinnten Kommentar. Also. Ich habe diese Woche die erste Wahl, was die Sache ein bisschen vereinfacht. Ja, auch wenn Man City schon im Hinspiel gewonnen hat. Ich glaube, das ist trotzdem das beste Spiel. Zweite Überlegung wäre gewesen, Dortmund zu nehmen gegen Tottenham, weil da muss einfach was passieren. Die anderen Spiele sind. Aber ich glaube, Schalke ist einfach fertig. Nicht nur mit dem Wettbewerb, auch mit dem Trainer. City ist zu Hause extrem stark. Ich glaube, dass das nicht richtig viele Tore wären, also nicht sechs oder so, weil City einfach nicht so viel tun muss. Aber City, also drei werden die auf jeden Fall schießen, drei oder vier. Zu Hause kommt da schon viel bei rum. Schalke ist komplett demoralisiert. Ich glaube gar nicht, dass die so viel tun werden. Also mein erster Pick ist Man City gegen die armen Schalke. Ja, okay, war irgendwie klar. Dem entgegenzusetzen habe ich den BVB gegen die Spurs. Ja, weil 3-0 das Hinspiel, da muss halt was passieren. Ja, da muss sie hinten taktisch sicher stehen, Defensive muss kompakt, ja, aber dann der Rest immer nach vorne drücken, drücken, drängeln und schnell die Buden suchen. Das muss die Marschroute für den BVB sein. Und die Spurs, ja, wenn sie ein Tor erzielen auswärts, dann machen sie es dem BVB umso schwieriger. Dann müssen die noch mehr schießen. Also da passiert irgendwas. 0-0 wird das wohl nicht. Also das glaube ich nicht. Nee, also ich glaube auch Dortmund, ja, werden sie schon irgendwie gewinnen, aber ob es dann reicht, ein 3 zu 0 ist wirklich, ja, sehr schwer zu holen. Gut, meine nächste Partie ist dann erst kommende Woche. Da nehme ich das Rückspiel Barcelona gegen Olympique Lyon. Ja, ganz klar, Barcelona ist gut drauf. Das wird auch kein 0-0 wie im Hinspiel. Da muss ja was passieren. Und ja, wie gesagt, jetzt enormes Selbstbewusstsein auch durch die El Clasicos geholt, sehr siegreich gestaltet und ja, passt einfach gerade bei Barcelona. Aber auch Lyon schießt wieder Hütten. Jetzt gestern Abend auch 5-1 gewonnen. Ja gut, jetzt kein Gegner wie Barcelona, aber die schießen wieder mehr Tore. Und der gelb gesperrte Fekir, der im Hinspiel ja nicht dabei war, der wird wieder am Start sein. Ja, und mal schauen. Also ich denke mal, drei Tore werden da auf jeden Fall fallen. Lege ich mich noch nicht so fest. Man weiß ja nicht, wer sich da vielleicht auch noch verletzt im Laufe der Woche. Aber Tore wird es geben. Meine zweite Partie. Ja, das Dortmund-Spiel und das Barcelona-Spiel hätte ich eigentlich auch beide genommen. Ich glaube, bei Dortmund, da ist schon was möglich. Dortmund Europapokal zu Hause, da geht was, auch wenn die Mannschaft ansonsten momentan nicht stark spielt. Ich glaube, gerade auswärts nicht stark spielt. Die haben
zu wenig Selbstvertrauen. Der Favre ist auch kein Trainer, der gut Selbstvertrauen vermitteln kann. Das ist auch ein Trainer, wo die Mannschaften oftmals in der zweiten Saisonhälfte nicht so stark spielen. Und, aber ich glaube, zu Hause geht da schon was. Da sind 80.000 Leute. Dortmund hat eine gute Europapokal-Tradition. Wenn die ein erstes Tor in der ersten Halbzeit finden, da könnte was gehen. Barca ist extrem stark drauf gegen Lyon. Die müssen auch was machen. Die werden auch was machen. Das sind also, finde ich, gute Tipps. Kann ich jetzt nicht nehmen. Und dann gucken wir mal die anderen Spiele durch. Das ist für mich eher ein Ausschlussverfahren, was ich alles nicht machen will. Ja, Bayern gegen Liverpool will ich nicht nehmen, weil ich glaube, dass beide eigentlich gut damit bedient sind, darauf aufzupassen, dass sie nicht das erste Tor kassieren. Also werden die relativ lange, wird keiner richtig aufmachen. Ja, Atletico Madrid in der Übertore-Challenge zu nehmen, ist natürlich der reine Wahnsinn. Das ist keine so gute Idee. Und das Real Madrid-Spiel hätte ich genommen, wenn es nicht 2-1 für Real ausgegangen wäre. So, die müssen nicht viel machen. Die müssen auch zusehen, dass sie kein Tor reinkriegen. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist von der Konstellation her einfach vom Hinspielergebnis schwierig. Gleiche gilt für PSG gegen Man United. Ich glaube, PSG wird genau das Gleiche machen wie im Hinspiel. Die werden versuchen, kompakt zu stehen, die Mitte zuzumachen, Ball gut laufen zu lassen. Die müssen ja kein Tor finden. Da müssen wir mal gucken, ob sie mit ein oder zwei Kontern durch United durchspielen können, weil in der zweiten Halbzeit muss United ein Stück weit aufmachen. Ich glaube aber nicht, dass United da noch wirklich dran glaubt, was reißen zu können. Aber das ist für mich nicht so ein Spiel. Also das kann sicherlich ausbrechen, aber glaube ich eher nicht. Deshalb werde ich hier Porto gegen Roma nehmen. Ganz einfach, weil Porto was machen muss. Die können auch was machen. Die Roma ist auch anfällig für Tore. Gleichzeitig können die aber auch Tore schießen. Ich glaube, das ist so ein Spiel, könnte ich mir vorstellen. Wird irgendwie, ist das so 2-1, 3-1, 2-2, sowas. So um den Dreh ausgeht. Deshalb mein zweiter Tipp, Porto gegen Roma. Und dann auch gleich zur Euroleague. Ja, also mein Euroleague-Tipp, ich bin ganz froh, dass ich jetzt erster wählen kann, ist Sevilla gegen Slavia Prag. Also das Hinspiel in Sevilla. Sevilla, extrem starke Euroleague-Mannschaft, haben in den letzten 4 Jahren 3-mal in Folge gewonnen. Also letztes Jahr hat Atletico gewonnen, aber davor die 3 Jahre Sevilla. Für die ist Euroleague keine Strafe. Das ist im Grunde der Hauptwettbewerb bei der ganzen Angelegenheit. Die leben dafür, die wissen, wie es geht. Die sind zu Hause extrem stark. Gerade wenn sie eben noch kein Hinspiel gespielt haben. Jetzt in der Runde davor haben sie zu Hause 1-0 gewonnen. Das war relativ arschlos. Aber weil sie eben schon in Rom gewonnen hatten. Haben sie das Spiel kontrolliert, das ist das Hinspiel, da müssen sie was machen. Die haben auch Leute, die Tore schießen können, wenn sich der Gegner wirklich tief hinten reinstellt. Der Ben Yedder ist ja so ein Fall, der also so viele wichtige Euroleague-Tore geschossen hat für Sevilla. Also das erscheint mir die offensichtlichste Wahl zu sein, dass da was passiert. Sevilla, Slavia Prag und dann hoffen wir mal, dass wir hier mal ein paar Punkte machen. Also erstmal ein paar Tore und dann auch den Punkt machen können, weil die letzten beiden Wochen, die waren gar nichts von mir. Also allen viel Spaß beim Tippen und beim Wetten. Na gut, das ist wirklich eine Top-Wahl. Also Sevilla, die sind wirklich Euroleague pur. Ja, habe ich jetzt nicht mehr zur Verfügung. Deswegen nehme ich Stade Rennes gegen Arsenal. Stade Rennes hat es geschafft, gegen Betis Sevilla weiterzukommen. Muss man auch erstmal schaffen. Das Hinspiel war da schon ein 3-3 gegen Betis. Ja, und da fallen auch gern mal Tore. Also der Ben Arfa wird ordentlich motiviert sein. Stade Rennes wird diesen Pokal, die Europa League, auch total ernst nehmen. Die haben da Bock drauf und wollen da was reißen. Ja, und werden da auch ordentlich Gas geben. Und Arsenal wird den ersten Gegner in der Euroleague haben, den sie ernst nehmen. Lacazette leider gesperrt, aber Aubameyang hat ja auch einen Bezug zu Frankreich. Und daher, glaube ich, werden die top motiviert sein, ein ordentliches Team da anschleppen und auch auf das Auswärtstor gehen. Ja, mein Euroleague-Tipp. Gut, das war's dann auch schon. Und ja, ich freue mich, wenn ihr wieder fleißig mitmacht. Hier unten in den Kommentaren ist sau viel Platz. Auch gern Like da lassen, Abo abschließen, Glocke betätigen, was man hier so gerne bei YouTube tut. Bin gespannt, was ihr so habt. Wird spannend. Mal gucken, ob der Jörg ausgleicht. Okay, dann sehen wir uns als nächstes wieder mit den Sportwetten für die internationale Woche. Die kommen, denke ich mal, morgen irgendwann an den Start. Okay, tschüssi.